Willkommen zu Little Stars for Little Wars. Ich nenne es einfach nur Little Wars 2. Es kostet Geld, ich weiß. Es gab das mal, als das released wurde, 2.0, war es für eine Woche kostenlos. Ich habe es mir geholt. Ich möchte euch das Spiel zeigen. Es ist eigentlich ziemlich leicht zu kapieren. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und stimmt rechts oben ab. Das werde ich dann am Ende der Folge einblenden. Ich bin bereit. Hier haben wir unseren Stern. Und wir müssen den Gegner halt immer zerstören. Dazu können wir jetzt einfach von dem Stern hier nach rechts unten ziehen. Jetzt werden da 8 Einheiten hingeschickt. Dann können wir den Stern übernehmen. Jetzt werden immer mal wieder in kurzen Abständen Schiffe dahin gesendet, um hier halt mehr Schiffe zu haben. Und ihr seht, da rechts ist so ein Timer, der runtergeht, bei diesem schwarzen Stern. Das braucht man, um dann im Hauptmenü die Sterne zu bekommen. In der Zeit dürfen wir nicht gewinnen und wir dürfen auch nicht an das angebundene Feld gehen. Sonst wird dieser Stern verschwinden und wir werden nicht wissen, was es ist. Deshalb müssen wir uns gegen unseren Gegner isolieren. Ich mache das häufig hier mit dem Schild-Upgrade links. Dann wird die Defensive erhöht. Und hier können wir dann auch die Produktion erhöhen. Sobald wir 5 Schiffe hier drin haben, dann kann man das verbessern. Natürlich haben wir auch nur eine gewisse Zeit. Hier unten sieht man das, rechts unten, GT. 75, keine Ahnung, Sekunden oder sowas. Und wir haben nur 7 Züge, das heißt, das ist nicht besonders viel. Jetzt habe ich gerade die Produktion erhöht, jetzt sind es ein bisschen mehr, die produziert werden. Das entfernt aber den Schild komplett. Deshalb sollte man das nicht ganz weit vorne bauen. Da baue ich dann halt immer die Verteidigung hin. Ja, wir können auch die Zeit ein bisschen vorspulen. So, 300%. Jetzt vergeht die Zeit natürlich schneller. Wir sind schon über der Zeit, aber da gibt es nicht wirklich ein Limit. Ich warte einfach noch, bis man den Stern da, bis der Stern da aufplatzt. Und dann übernehme ich einfach den Gegner. Ich habe ja genug Schiffe. Schon 80. Da, schwarzer Stern erkannt. Jetzt haben wir auch einen Stern im Hauptmenü bekommen. Jetzt übernehmen wir das einfach und haben dann gewonnen. Da gab es noch einen kleinen Gegenschlag, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ja, wir haben die Aktion gut gemacht, die Zeit war halt zu viel. Schwarzer Stern erkannt, das heißt, wir haben jetzt hier im Menü ein Stern von 3. Die Galaxie hier besteht aus 3 Teilen. Es gibt noch mehrere Galaxien, 4 Stück. Ich weiß nicht, ob ich die auch machen werde, kommt halt ganz drauf an, ob es euch gefällt oder nicht. Ich muss sagen, hier im Hauptmenü ist die Steuerung ein bisschen schwierig. Also das ist nicht so ein simpler Scroll-Bildschirm, sondern es bleibt bei jeder Galaxie hängen. Naja, egal. Nein, das wollte ich nicht. Menü. Ich wollte das jetzt nochmal richtig machen.
um die Zeit zu haben. So, dann gehen wir gleich hier hin. Diesmal werden wir die Anomalie verlieren. Also es wird dann auch angezeigt. Wir können auch wieder ein bisschen schneller stellen. So, jetzt haben wir hier drei. Wir sammeln noch ein bisschen. Jetzt erhöhen wir auch mal hier die Produktion und nehmen das schnell ein. Sonst bringen wir uns damit in Gefahr. Wir erhöhen die Defensive. Und bei 30 würde ich sagen, übernehmen wir den anderen Stern. So. Geschafft. Jetzt kriegen wir natürlich nicht den Stern, aber wir haben den schon gesehen. Jetzt haben wir dreimal Plus. Machen wir das nächste Level. Schon ein bisschen größer. Machen wir hier wieder Produktion erhöhen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Weil der Gegner kann sich auf zwei Wegen verbreiten. Das ist ein bisschen doof. Schalten wir mal wieder die Geschwindigkeit hoch, damit euch nicht so langweilig ist. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich die Folge mache. Ich würde sagen 15 Minuten. Wie die sonstigen Folgen auch. Okay, ich komme dem Gegner dann mal ein bisschen entgegen. Diesmal habe ich nur einmal draufgeklickt. Und dann auf den anderen Stern. Dann werden halt die Schiffe, die drinnen sind, nach dahin geschickt. Dann erhöhen wir mal hier die Defensive. Und schicken nochmal 30 dahin. Gehen dann nach oben. Dann haben wir einiges an Verteidigung. Und das verbreitet sich halt. Die Schiffe werden halt immer mehr gebaut, das sieht man an den Strichen darunter. Die zeigen die Bevölkerung der Sterne an. Ein Stern ist halt das geringste und ich glaube, das höchste ist 5. Und das vermehrt sich halt nicht. Das zeigt halt nur an, wie schnell die Sterne, wie schnell die Sterne Schiffe produzieren können. Wir übernehmen jetzt komplett den Gegner. Dann können wir das auch so machen. Oh, den oberen Stern werden wir noch mal kurz verlieren. Oh, doch nicht. Gut, Level 2 haben wir auch geschafft. Oh, und wir haben die Zeit überzogen. Ah, direkt beim zweiten Level gefailt. Gut, nochmal, bisschen schneller halt. So, ich weiß ja, der geht jetzt nach unten. Das heißt, wir werden das auch mal verhindern wollen. Hier erhöhen wir die Produktion. Hier die Defensive. Ich habe jetzt schon 5 von 10 Zügen, aber egal. Ziehen wir mal direkt dahin. Wir haben halt nicht viel Zeit, wir müssen das direkt übernehmen. Und jetzt wird gejagt. Die flüchten jetzt natürlich, haben aber nicht mehr genug Truppen, sage ich mal, um den Sechser-Stern zu übernehmen. Und gewonnen. Noch in der Zeit, nur mit 8 Zügen. Ja. Weiter geht's zu Welt 1, Level 3.
Produktion erhöhen. Einmal dahin. Sowas finde ich eigentlich ziemlich gut. Da hat man nämlich so 3 Produktionsstätten. So, schicken wir das mal nach da. Machen das so. Dann müssen wir hier beim 12er Stern gleich unseren Schutz aufbauen. Wir haben auch nicht viel Zeit. Stellen wir nochmal hoch. Der Gegner kann noch gar nichts machen. Das ist ziemlich gut. So, Defensive erhöhen. Und jetzt werden wir gleich mit unseren ersten Gegnern konfrontiert. Einfach erstmal das direkt übernehmen. Oh, ich habe zu viele Züge. Oh, verdammt. Egal, machen wir es schon mal in der Zeit fertig. Ich habe 14 von 12 Zügen gebraucht. Okay, das heißt, die Defensive nicht erhöhen. Ja, also man bekommt immer bei Erfolg mindestens einmal plus. Und wenn man die beiden anderen halt auch hat, 3-mal. Gut, also dann erhöhen wir die Defensive halt nicht. Und die Produktion auch nicht. Einfach nur hiervon und dann nach da. Fertig. Das sollte klappen. Ich denke halt schon zu kompliziert. Ich war auch schon ziemlich weit in dem Spiel. Also ich habe das erste Drittel von dieser Galaxie schon komplett fertig gehabt. Hat eine Weile gedauert. Man kann sich auch noch andere Farben und Designs kaufen. Mache ich nicht. Ich meine, das Spiel hätte eigentlich schon Geld gekostet. Deshalb finde ich, lohnt sich das nicht wirklich. So, wir haben erst 4 Züge. Das übernehmen wir jetzt schon mal. Und dann übernehmen wir das noch. Möglichst noch in der Zeit. Aber ich glaube, das sollte klappen. Komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dreimal plus. Ich würde sagen, das hier machen wir noch. 13 Züge, wieder nur so wenig. Trotzdem erhöhen wir hier mal die Produktion. Stellen die Geschwindigkeit hoch. Und dann warten wir ein bisschen, bis wir 17 haben. Dann können wir gleich noch einmal Schild mit aufbauen. Und das war dumm, ich hätte es so machen sollen. Und so. Jetzt gehen wir direkt darauf, weil es kaum Verteidigung noch gibt. Und gehen dann direkt hierauf. Ja, ich glaube, wir sollten es locker schaffen. Ach komm schon, komm. Ich krieg's nicht hin. Ja, nein. Ja, ich glaube, das schafft er jetzt nicht mehr. Jetzt ziehen wir einfach nur noch nach unten. Der hat kein Schild oder sonstiges gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir machen sogar noch Level 5. Jede Folge 5 Level. Weiter.
Okay, diesmal haben wir es mit zwei Gegnern zu tun. Das heißt natürlich auch, dass die beiden Gegner sich gegenseitig auch bekämpfen. Ich habe viele Züge, aber nicht viel Zeit. Okay. Schiffe vom Fass senden. Ah, lass sie auf 100. Okay, die werden sich jetzt gleich um den unteren. Oh, man kann ranzoomen. Cool. Die werden sich gleich um den Stern da prügeln, sobald die 7 Schiffe haben. Deshalb gehe ich da auch gleich rein. Aber erstmal den oberen hier ausnehmen. Da das fällt jetzt in die rote Macht. Jetzt in meine. Oh, das ist natürlich fies. Das ist fies. Ja, ich glaube, wir schaffen es. So, machen wir das mal nach da unten. Ja, wir schaffen das. Ja. Haben es direkt übernommen. Ich würde sagen, machen wir so. So. Oh, verdammt. Egal. Rot gibt es nicht mehr. Jetzt würde ich einmal so machen. Ist hier natürlich rechts unten gefährlich. So, jetzt haben wir einige Punkte. Gehen wir nach oben und nach rechts. Und ich hätte hier erstmal Verteidigung erhöhen sollen. Okay, machen wir das noch einfach nach unten. Oh, und wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm schon. Ah, so knapp. Komm schon. 4 Sekunden zu spät. 4 Sekunden zu langsam. Okay, Wiederholung. Das schaffen wir. Das war nicht viel. Das war nicht viel. So, aufrüsten. Diesmal gehen wir zuerst nach unten. Oder? Na, nach oben wäre. Eins nach oben wäre auch gut. Wir haben genügend Züge. 32. Ja, ich würde sagen, wir gehen kurz nach oben. Machen nur das da. Und dann gehen wir nach unten. Und da kämpfen uns hier diesen 6er Stern. Na komm schon. 5. Produktion erhöht. Wir gehen nach unten. Ich werde nicht der Erste sein, der sich den Stern holt, weil die müssen halt zusätzlich diese 6 Schiffe, die da drin sind, zerstören. Das sind so die Friedensschiffe. Und da verliert man halt 6 Schiffe. Das lohnt sich nicht wirklich, deshalb warte ich. Wieder 300%ige Geschwindigkeit. Na komm schon, 7. Ja, los, schick deine Truppen aus. Ach komm. Ja, endlich. Da muss ich nämlich nur ein Schiff, beziehungsweise ja, nur ein Schiff zerstören. Defensive erhöht und hier sollten wir einmal umschalten. Dass wir den Stern da auch besetzen. Dann schalten wir hier hin und hier hin, damit wir den Stern übernehmen können.
direkt die Verteidigung rein. Ja, jetzt hier wieder runter. So, jetzt haben wir hier 52. Was machen wir damit? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde sagen, wir gehen nach unten, weil da so viel Schild ist. Komm schon. Ah, schade. Wir haben den Stern wieder verloren. Das schalten wir nach oben. Ich brauche den Stern. Und wir haben wieder nicht mehr viel Zeit. Oh Gott. Ah, das war wieder so knapp. Komm schon. Ah, das war noch viel langsamer als beim letzten Mal. Na gut, das werde ich dann nach der Folge machen. Ist einfach nur schneller reagieren, schneller spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und stimmt jetzt rechts oben beim i ab. Wir würden uns dann in der nächsten Folge sehen und tschüss.